Guten Sonntag miteinander. Da bin ich. Guten Sonntag. Das waren meine Weihnachtskarten. Die habe ich schon angefangen. Ich bin jetzt schon an den Weihnachtskarten. Und heute drehe ich ein Video. Ich mache jetzt ein Intro. Und ich werde heute über meine Geschichte erzählen. Einen Anfang mal, einen Teil von meiner so langen Geschichte über mein Leben. Ich kann es nur in verschiedenen Teilen aufzeichnen, weil es wird sonst viel zu lang und das würde euch langweilen. Sonst geht es mir recht gut. Ich konnte heute nicht ins Schwimmbad, das ist etwas schade, weil am Morgen war es sehr düster und trüb und da hat es mich nicht angemacht. Es war auch kalt und deshalb bin ich zu Hause geblieben und habe mir Gedanken gemacht, was ich dann erzählen möchte heute und jetzt starten wir dann. Ich freue mich. Bis bald. Danke. Hallo zusammen, jetzt fange ich an mit meiner Geschichte. Ich habe mir hier ein paar Notizen wirklich aufgeschrieben und ich werde jetzt einfach mal beginnen, meine Geschichte. Ich wuchs mit 3 Geschwistern auf und zwar mit 2 Brüdern. Ein Bruder ist 1 Jahr älter wie ich und der andere Bruder ist 2 Jahre jünger und dann habe ich noch eine 4 Jahre jüngere Schwester. Als Säugling hatte ich auch schon Probleme mit dem Essen. Da fing es schon an. Mir wurde da schon Psychopharmaka verabreicht, damit ich das Essen nicht ausspuckte oder den Schuppen oder die Brust oder was auch immer. Meine Mutter sagte mir, sie brauchte mir Psychopharmaka zu geben, damit ich ruhig wurde und nicht so nervös war und das Essen drin behalten konnte. Also hatte ich schon als Kleinkind, als Säugling eine Essstörung. Und das hat mir meine Mutter irgendwann mal gesagt. Das habe ich nicht gewusst. Das weiß man ja nicht, wie man als Säugling ist. Dann als Kleinkind wurde ich missbraucht. Das habe ich verdrängt bis heute. Aber meine Schwester hat das miterlebt. Sie war im gleichen Zimmer wie ich und hat das miterlebt. Und sie hat das verarbeitet in einer Therapie. Und hat mir dann auch gesagt, ich solle das auch machen, aber ich habe bis heute konnte ich das nicht machen. Ich habe einfach große Angst davor und ich habe aber innerlich verziehen dem Täter und so ist es für mich auch in Ordnung. Ich möchte da nicht noch groß, mein Bauch rumpert, meine Sonde ist zu Ende. Ich habe ja meine Sonde gehabt, jetzt rumpert mein Bauch. Nein, ich möchte das ruhen lassen und nicht mehr darum herumtherapieren. Ich habe es verziehen. Und deshalb versteckte ich mich auch immer unter dem Sofa. Auch wenn meine Eltern und meine Geschwister fortgingen, ich war immer unter dem Sofa und hatte Angst. Ich war ein ängstliches Kind. Auch hatte ich den Drang, ständig wegzulaufen, als ich im Kindergarten war zum Beispiel. Ja, ging ich nicht nach Hause, also ich ging oft zu fremden Menschen und als Kleinkind, so weiß ich, ich habe auch noch Fotos, ich weiß nicht, ob ich sie noch hochladen kann, wo man mich anbinden musste, damit ich nicht weglaufte. Wie ein Hund an einen Baum wurde ich angebunden. Und dann im Kindergarten ging ich immer zu fremden Menschen und das ist für mich alles so im Dunkeln, diffusen und macht mir große Angst. In dieser Zeit konnte ich auch nicht gut schlafen. Ich hatte Albträume und ständig Bauchschmerzen und das hatte man dann auch mal abgeklärt und es war nichts. Ich hatte mal gedacht, ich hätte eine Blinddarmentzündung, aber es war nichts. Ich hatte starke Durchfälle. Einmal war ich in den Ferien bei meiner Cousine und ich hatte alles vollgemacht und es war mir so peinlich, ich musste alles wegputzen und es war mir so peinlich, ich hatte meinen ersten großen Durchfall, den ich dann noch Jahre später immer wieder selber provozierte.
Ja, ich hatte immer starke Bauchschmerzen, auch wenn wir zu Besuch gingen oder wenn ich in ein Lager gehen musste, ob es ein Skilager oder sonst ein Lager war. Meine Eltern haben mich immer in ein Lager gesteckt und haben dann mit der anderen Familie Ferien gemacht. Irgendetwas ist einfach rumgelaufen, ich weiß nicht, was es ist. Ja, es gab aber auch noch schöne Sachen in meiner Kindheit. Ich durfte die Musik erlernen, ich durfte schon früh Violine spielen. Meine Mutter ging mit uns viel ins Konzert und ich hatte den Wunsch schon früh, dass ich Violine erlernen möchte und durfte dann mit 7 anfangen, mit der Geige zu spielen. Das war wirklich etwas Schönes und ich tanzte auch und ging ins Einskunstlauf, aber dort war ich immer alleine, ich trainierte alleine, bekam jedoch immer zu Weihnachten das nötige Material, das ich brauchte, zum Beispiel Schlittschuhe, die waren sehr teuer für so professioneller Eiskunstlauf und auch die Kleidung dazu, die bekam ich immer zu Weihnachten. Aber meine Familie interessiert sich eigentlich nicht groß um meine Eiskunstlauftrainings und meine Tests und all das. Ich machte das alles für mich. Ich ging auch ins Orchester und in den Geigenunterricht. Ich hatte am Mittwochnachmittag hatte ich jeweils frei und das war ausgefüllt mit Tanzen, Geigenunterricht, im Winter mit noch Training, im Eiskunstlauf, also auf dem Eis und am Abend noch Orchesterprobe. Das war immer voll ausgebucht. Ich war immer voll ausgebucht. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich war wirklich glücklich in dieser Zeit, da konnte ich mich ausleben. Dann in der Schule war ich in der ersten Primarschule das Lieblingskind von der Lehrerin und wurde umhäschelt und umpäppelt und sie machte immer so Kunststücke mit mir und ließ alles bei mir durchgehen. Wir mussten immer den Mund aufmachen, ob wir die Zähne gut geputzt haben und wenn ich sie mal nicht so gut geputzt habe, hat sie gesagt, ist gut und bei den anderen hat es einen Strafe gegeben. Und durch das Ganze wurde ich sehr unbeliebt, weil ich so eine Extrawurst war. Und das war mir nicht recht. Sie bevorzugte mich ständig. Und danach kam in der Mittelstufe hatte ich einen Lehrer, der mich überhaupt nicht beachtete. Der hat mich links liegen gelassen. Der hat nur Leute beachtet, die etwas in der Familie bedeutungsvoll waren und Geld hatten. Und die anderen mussten selber schauen, wo sie bleiben. Und das hat mich auch sehr geprägt. Dieser Lehrer hat mir meine ganze Kunst hat er mir kaputt gemacht und hat gesagt, das habe ich nicht selber gemacht und da hat mir jemand geholfen und das hat nicht gestimmt. Ich habe immer alles selber gemacht und er hat mich sehr, sehr gemobbt und das war eine schwere Zeit. Und dann in der Oberstufe ging es dann eigentlich so weiter und danach war ich dann nach der Oberstufe wusste ich nicht so genau, was ich gerne lernen möchte. Ich hatte so viele Ideen, ich war so viel begabt, ich war musisch begabt und auch ich hätte auch mit Rechnen oder mit ja, so etwas machen können. Also was ich gerne mache, ist mit Kindern. Ich habe als Jugendliche habe ich immer Kinder betreut, habe mit den Kindern Ausflüge gemacht und Unterhaltungen. Ich habe alle Kinder im Bezirk oder im Quartier betreut oder aufgepasst auf sie am Abend und ich habe immer etwas organisiert und ich habe sie geliebt und so wollte ich etwas mit den Kindern und mit der Musik in Verbindung setzen, wie also ein Beruf, der mir sehr nahe lag, war Rhythmiklehrerin oder dann das Musikstudium oder dann Dekorateurin, dort hatte ich auch mal eine Schnupperlehre gemacht und ich war die Beste von dem ganzen Jahr und sie hätten mich genommen. Aber ich konnte dann einfach nicht anfangen, weil ich ja dann eben später die Anorexie bekam. Also nicht viel später. Und was mir auch noch gut getan hat in meiner Kindheit, war meine Großmama. Die war in den Bergen in Schwendingen-Glarus, das habe ich ja schon in einem Video erwähnt. Und sie hatte selber auch eine Essstörung und sie hat mich einfach verstanden. Ich war eine Seelenverwandte von ihr und wir hatten es immer gut und schön miteinander. Dann hat meine Mutter mir nach der Schule, weil ich nicht wusste, sollte ich noch weiter in die Schule gehen. Früher ging man nicht gerade direkt ins Gymnasium oder so. Es war ein bisschen anders. Man konnte auch die Mittelschule noch machen vorher. Und ich wusste noch nicht genau, ob ich das tun möchte.
und habe mich dann von meiner Mutter leiten lassen und mich in einem Kinderheim gemeldet, wo ich dann auch zum Arbeiten in ein Praktikum ging. Meine Musik durfte ich auch verfolgen. Ich war in Oberäggeri und ich konnte noch Zug ins Musikkollegium und wurde dort sehr gefördert in der Musik. Aber da wurde ich auch wieder missbraucht von einem Mann, der auch in diesem Orchester war. Und ich wurde ausgenutzt in diesem Kinderheim. Ich musste immer 11 Stunden am Stück arbeiten und ich konnte einfach nicht. Und ich konnte mich verbal nicht ausdrücken. Ich hatte so ein tiefes Selbstwertgefühl, dass ich durchgebissen habe und mir einfach eines Tages gesagt habe, ich habe genug. Zu mir habe ich das gesagt. Und ich habe gesagt, ich höre auf mit dem Essen und habe einen Hungerstreik angefangen. Und den habe ich dann durchgezogen bis zum Schluss. Ich habe gearbeitet bis zum letzten Tag und kam dann direkt, also ich kam nach Hause und sie erschraken, wie mein Zustand war. Und eine Freundin von mir, von der Oberstufe, hat mich mit ihrem Papa zusammen in eine Klinik gebracht in Zürich, wo ich dann ein wenig später, also nicht viel Zeit später, in ein Isolationszimmer kam an die Sonde. Das war das erste Mal, wo ich Kontakt hatte mit der Sonde. Auf dieser Station waren auch noch andere Patienten, also verschiedene Krankheitsbilder, und das ist die heutige Kuhlmannstraße. Früher war es an der Pestalozzi-Straße und man musste zuerst in das Sondenzimmer alleine, um das Gewicht zu haben, damit man auf der Station dann therapiert werden kann. Und ich weiß noch, ich habe immer die Sonde mit so riesen Spritzen reingespritzt bekommen. Da hat es noch nicht diese Ständer gegeben und so solche Sondomaten. Ich habe sie immer reingespritzt bekommen. Der Schlauch in der Nase war ganz dick. Es war wirklich schmerzhaft. Und dazu musste ich noch essen und es gab so viel. Also ich habe es in Erinnerung, dass es ganz viel war. Wahrscheinlich war es nicht so, aber ich habe es so in Erinnerung. Und ich habe das Essen ja nicht angerührt. Und ich habe das Zielgewicht auch nicht erreicht, aber sie haben sich dann erweicht und haben mich vorher aus dem Zimmer gelassen. Und dann konnte ich auf die Station und das hat mir dann eigentlich sehr gut gefallen, weil dort hat das kreative Arbeiten, konnten wir machen Kunsttherapie und Einzelgespräche. Aber ich konnte mein Gewicht nicht halten und musste dann wieder gehen. Das ist auch heute noch so an der Kuhlmannstraße. Ja, das war die Zeit dort und ja, dann später, als ich dort weg war, suchte ich mir eine Arbeit. Nach Hause konnte ich nicht mehr, sie wollten mich nicht, weil alle Ärzte und Psychiatrieärzte gaben meinen Eltern die Schuld für meine Krankheit. Ich wurde dann auch in dieser Station, wurde ich auf Anorexie dann diagnostiziert. Und meine Invalidenrente wurde auch schon da angemeldet. Also ich war schon da, schon früh wurde ich angemeldet für die Invalidenrente. Sie haben das schon früh gesehen, dass es einen chronischen Verlauf werden wird, wie es sich auch gegeben hat, wie es sich auch ergeben hat. Und ich ging dann nachher arbeiten und wo ging ich hin? In ein Pflegeheim. Und ich konnte so lange arbeiten, bis ich zusammenklappte und ich ins Spital musste. Und dann musste ich monatelang ins Spital, ins Kantonsspital und musste wieder aufgepäppelt werden. Ja, und was ich dann auch in dieser Zeit angefangen habe, ist, dass ich Laxantien missbraucht habe und zwar in einer hohen Dosis. Ich darf die Marke nicht nennen, ich möchte niemanden triggern. Und Laxantien nützen ja auch nichts zum Abnehmen. Aber bei mir hat es das Gefühl ausgelöst, dass ich leer bin, dass ich einfach leer bin. Und ich hatte dann immer so starken Durchfall und Blähungen. Das ist alles, was mir das Abführmittel gegeben hat. Sonst hat es mir nichts gebracht. Und ich sage allen, lasst die Finger von den Abführmitteln. Es raubt euch das ganze Vermögen, das ganze Geld, es ist teuer. Und ihr bekommt es nicht verschrieben, ihr müsst es selber zahlen und es hilft nicht beim Abnehmen, weil das Abführmittel wirkt im Dickdarm, wo die Nahrung noch gar nicht
oder die Nahrung schon längst verdaut ist. Also ihr nehmt kein Gramm ab mit Abführmittel. Das ist nur Wasser, was man verliert, und Mineralstoffe, und das ist sehr gefährlich. Aber ich war abhängig von diesen Laxantien und ich hatte manchmal noch Pulver bestellt, wo man normalerweise einen Kaffeelöffel davon nimmt, und ich habe eine ganze Packung geschluckt. Und ich wusste, ich könnte daran sterben. Es war wie russisches Roulette. Ich habe solche Sachen gemacht. Es war wirklich sehr traurig. Und ja, ich war hilflos und verzweifelt. Und dann ging ich wieder 8 Monate ins Spital. Und ich musste immer den Finger so zeigen. Und der Arzt sagte, wie bei Hänsel und Gretel, wann es dann gut ist, um nach Hause zu gehen. Und dann ging ich wieder arbeiten und kam wieder ins Pflege oder kam wieder ins Spital. Und ich nahm immer alles mit. Ich kam immer auf die gleiche Station, meistens ins Zimmer ab, wurde isoliert und durfte nicht mit mir sprechen. Und ich machte dann auch jeweils Ausflüge, wenn das Personal Rapport hatte, machte ich Ausflüge mit dem Nachthemd und der Sonde in der Nase, mit dem Spitalnachthemd, was man nur hinten zumachen kann. Ging ich in die Stadt und verteilte die Lebensmittel, die ich eigentlich essen sollte, oder Eiweißshakes leerte ich in Toiletten aus, also ich schüttete sie aus. Solche Dinge machte ich dann. Ja, ich kam mir wie ein Schlimmer vor, und ja. Und auf der Straße wurde ich auch öfters angesprochen, wie ich aussehe. Das ist nicht wie heute. Die Anorexie war damals noch nicht bekannt. Und die Leute haben mich wirklich angesprochen und gesagt, ich sehe aus wie einer aus dem Auschwitzlager oder wie ein Kind aus Afrika, das am Verhungern ist, und sie wollten mich sofort ins Spital bringen. Das war mir öfters passiert. Es hat ganz wenige gehabt, die diese Krankheit hatten. Und diese habe ich alle gekannt. Wir waren immer im selben Café, einen Kaffee trinken. Ich hatte so Rituale und diese Frauen auch. Und wir trafen uns immer in einem Café. Und jede Frau ist an ihrem Tischchen gesessen und hat ihren Kaffee getrunken. Das ist auch so etwas Lustiges. Ja, aber ich war viel im Akutspital und wurde isoliert. Und dann kam ich dann vom Akutspital in eine Psychotherapiestation am Waldrand oben in die Villa, und dort hat es mir sehr gut getan, und es war auch eine gemischte Therapiestation, nicht nur Essstörungen, es hatte auch andere Probleme, und wir hatten dort verschiedene Aufgaben, und ich war ein Jahr lang dort und immer wieder dort, und mir gefiel es dort sehr gut. Es war mein zweites Zuhause eigentlich, ich war immer wieder, und auch das Personal, es war immer dasselbe. Es änderte nicht, aber ich habe immer das Gewicht wieder verloren und musste gehen. Das ist einfach, ich konnte das Gewicht nicht halten und musste gehen. Und dann hatte ich mal den Wunsch, dass ich in eine Klinik darf, dass ich nicht immer ins Spital gehen muss zum Zunehmen, sondern in eine psychiatrische Klinik, wo man mit mir spricht und man mich versteht. Aber das war der größte Fehler in meinem Leben. Was haben Sie gemacht? Sie haben mich ins Isolierzimmer gesperrt, haben die Türe zugemacht, und ich hatte nur so ein kleines Fensterchen zum Rausschauen, eine Klingel, die nicht immer funktionierte, und eine Matratze. Und dann haben sie mir das Essen einfach reingeschoben und reingeschoben und reingeschoben und reingeschoben, und ich habe es nicht angerührt. Und wenn ich aufs WC musste, klingelte ich und rufte an der Tür wie ein Gestörte, und alle sagten, die spinnt. Und niemand kam, mich zu befreien, und ich musste auf den Boden Pipi machen. Und das war das Schlimmste für mich. Und dann brach ich eines Tages zusammen und kam direkt auf die Intensivstation in einem Spital. Das war die Erfahrung mit der Klinik, die erste Erfahrung mit einer Klinik. Später, das erzähle ich dann in einem anderen Video, habe ich noch positive Erfahrungen machen dürfen in Kliniken. Aber das war wirklich sehr bedenkenswert, wie sie mich dort behandelt hatten. Ja, und im Spital hatte ich auf der Normalstation, eben da war ich ja immer auf der Normalstation, das habe ich schon gesagt, und mit den Laxantien, das war so, dass ich wie ein Junkie diese Laxantien einkaufen musste, weil ich hatte so eine hohe Dosis,
dass ich nicht in der Apotheke das besorgen konnte. Ich konnte nicht jeden Tag in die Apotheke gehen und sagen, ich brauche so und so viel Laxantium. Ich war grandmager und man sagte mir, sie geben mir keinen. Und da ging ich in der ganzen Schweiz, fuhr ich mit dem Zug in alle Städte und besorgte mir immer einen Vorrat an Laxantium, damit ich wieder für mich hatte. Und da gab es noch kein Internet und nichts. Ich konnte nichts bestellen online, wie nachher später, dann in den Jahren. So konnte ich online in Deutschland bestellen, aber damals gab es das alles noch nicht. Ja. Das ist so etwa der Anfang von meiner Krankheit, den ich heute erzählen wollte. Und zum Schluss noch, zum ersten Teil, ich durfte nie eine Ausbildung machen. Mir wurde es verwehrt, eine Ausbildung zu machen. Sie haben mir immer gesagt, du musst erst ein Normalgewicht erreichen, bevor du eine Ausbildung machen darfst. Und dieses Normalgewicht war so weit entfernt, ich habe es nie erreicht. Und es kommen dann noch bessere Zeiten. Im nächsten Video erzähle ich von besseren Zeiten. Ich habe eine Tour durch alle Kliniken in der Schweiz gemacht und ich werde dann weiter erzählen. Für heute ist das mal genug. Das ist mal der Anfang und ich möchte einfach nochmals warnen von dieser Krankheit. Es ist nicht eine lustige Krankheit, es ist mit viel Schmerz und Leid verbunden. Gerade diese Nacht hatte ich wieder starke Schmerzen in den Beinen und ich brauche Morphium, dass ich diese Schmerzen lindern kann, sonst geht es nicht. Ich kann nicht schlafen und ich brauche viermal im Tag Morphium und das ist ja nicht das Ziel, dass man in einem Pflegeheim leben muss und mit Morphium und Schmerzen dahin vegetiert und ich möchte raus. Ich freue mich, ich bin auf dem Weg jetzt zu meiner Wohnung und ich freue mich so sehr auf meine Wohnung. Ich muss sie jetzt zwar noch einrichten und ich muss das Finanzielle noch genau abklären, aber ich werde gehen. Ich werde hier gehen. Es ist mein Wunsch zu leben und ich möchte ein schönes und ein qualitativ hohen Standard, also ich möchte einfach ein lebenswertes Leben und das habe ich jetzt im Moment nicht. Ich fühle mich hier eingesperrt und ich habe keine Lebensqualität. Ich spüre keine Lebensqualität. Ich bin ein Außenseiter hier. Ich bin ein Exot. Die Leute verstehen mich nicht und ich hätte so viel zu sagen und ich freue mich auf jede Begegnung, die ich mache. Gestern wieder im Schwimmbad, da durfte ich einfach Franziska sein. Da war die Krankheit auf die Seite geschoben und ich durfte Franziska sein. Und gestern hatte ich aber auch ein negatives Erlebnis. Auf Instagram hat mir eine Frau auf Englisch geschrieben und ich konnte ihr nicht antworten, weil bei manchen Leuten kann ich nicht antworten. Sie hat mir geschrieben, sie könne meinen Text nicht lesen, aber sie glaube, dass ich die Anorexie verkörpere und dass ich Leute animiere, zum anorektisch zu werden, das was überhaupt nicht stimmt, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte die Leute wegbringen von der Anorexie und nicht dazu bringen. Und ich wollte ihr dann das erklären, ich akzeptiere jede Meinung und ihr darf eine Meinung haben, aber das war einfach falsch. Und ich wollte mich erklären und konnte es dann nicht. Es ist schade. Aber sonst, ich habe so liebe Leute, die mir schreiben und mir auch immer wieder Inputs geben und Adressen, wo ich mich melden kann. Ich habe leider nicht so viel Geld und ich kann so Coachings und so kann ich mir nicht leisten. Ich habe, wenn ich das sagen darf, 150 Franken Sackgeld im Monat und mit diesem Geld kommt man nicht so weit. Also ja, da muss ich sparsam sein und ich brauche halt das Geld vor allem für mein Fashion und für meine Kosmetik und so weiter. Das ist mein Liebstes, was ich habe. Was ich noch habe, ist hier eine Schublade mit Stoffen, was ich vernähen darf. Das habe ich bekommen von meiner Freundin und ich freue mich jetzt, wenn das Wetter nicht gut ist, dass ich einen Rock nähen darf und auch sonst mit den Weihnachtskarten weiterfahren kann und meine Kunst etwas auslegen darf. Ich wünsche jetzt euch noch einen schönen Nachmittag. Ich danke vielmals fürs Zuhören und schaue, was ich an Bildern noch hochladen kann. Danke vielmals. Ich wünsche euch alles Gute und tut euch etwas Gutes heute. Eine Maske oder eine Pflege oder schenkt jemandem ein Geschenk oder lasst
gebt euch selber ein Geschenk. Das mache ich mir auch ab und zu. Eine Blume kaufen oder irgendetwas Kleines, was mir Freude bereitet. Ich habe euch lieb und ich danke für alle Kommentare und für alle, die mir ein Abonnent da lassen. Da bin ich natürlich auch sehr erfreut und ich werde meine Geschichte fortsetzen. Danke viel, viel mal. Küsschen, eure Franziska. Danke viel mal.